Naja, also ich flagge mich eigentlich meistens in den Pool und entspanne dann einfach ein bisschen. Hast du einen eigenen daheim? Nee, aber ich habe gute Freunde. Also ich trinke halt was und esse Eis und hüpfe in unserem Pool im Garten. Ich arbeite bei der Steinburg, Schlosshotel Steinburg, und da haben wir einen schönen großen Froster, ne? Und da kann man sich wunderbar abkühlen drin. Ich mache bei mir einfach die Rollladen runter und verbringe den ganzen Tag am besten im Schatten bei mir zu Hause. Und zwar, ich habe mir im 1-Euro-Shop so eine Sprühflasche gekauft und damit sprühe ich mich immer mit Wasser an. Okay. Und ich muss sagen, das ist ziemlich spaßig, auch für die Leute, die zuschauen. Also wenn es warm ist, mache ich mir meistens selbst einen Eistee mit irgendwelchen Sirups und Fruchtsäften. Und ich nehme mir auch immer so ein Sprühding mit ins Schwimmbad oder an See und sprühe mich damit voll. Das taugt mir gar nicht, dass es so schwül ist. Dann schwitzt man in einer Tour, das nervt, kann man nicht nochmal rausgehen, das ist einfach nervig. Rollladen runter, gleich morgens und dann möglichst in kühlen, dunklen Räumen aufhalten, wenn kein Pool zur Verfügung steht. Ansonsten auch Poolschwimmbad. Mir gefällt das Wetter so, es könnte auch ein bisschen wärmer sein, ich habe kein Problem damit. Also ich finde es total angenehm. Läden besuchen, die oft klimatisiert sind, das macht Spaß. Und vor allem auch in Kirchen, im Dom. Es ist eigentlich relativ angenehm immer von den Temperaturen her. Was machst du denn gegen die Hitze hier in Würzburg? Also ich gehe meistens immer ins Dallenbergbad, wenn ich nicht arbeiten muss. Und ja, da ist das Wasser immer schön kühl. Und jetzt in den Ferienzeit ist es noch nicht allzu voll, weil alle im Urlaub sind. Praktisch. Ja. Und daheim, wenn du daheim bist, wie kühlst du dich da am besten? Ja, ich mache die Jalousien immer runter und dann hoffe ich, dass es kühl bleibt in der Wohnung. Ja, cool.